Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Olli Lama und Space Engineers. Was geht heute? Ich habe gerade frisch einen neuen Mod draufgezogen. Und die wollte ich mir mal kurz mal angucken. Also das sind hier diese neuen Kryo-Kammern. Und dazu, ja, wo setzen wir die mal hin? Einfach mal hier oben ran. Warte mal. Warum? Okay. Nur mal kurz einmal alle hingesetzt. So, das war die 6. Nö. Die 7. Und dann haben wir hier noch die 8. Aber ich sehe es total schlecht. Okay. So. Alter Schwede, guck euch mal an, da hat's ein zerlegt. Kryokammer. Kryokammer. Haben wir hier eine View von außen? Nein, haben wir leider nicht. Na. Cool. Mit Wasser drin gefüllt. Wie geil ist das denn? Sehr nice. Für die Creator dieser neuen Kryokammer. Nicely done. Ja, und Kollege Schnürschuh hier hat es erledigt. Gut, was machen wir heute? Ja, wir gucken noch mal ganz kurz, was gestern los war. In meinem Wahn habe ich das schon wieder vergessen. So, hier haben wir... Ach, hier haben wir ja die Toilette gemacht. Und hier müssen wir hier oben noch zumachen. Okay, dafür brauchen wir diese Walls und das waren die Walls Nummer 3. Passt jetzt nicht 100% wie die Faust aufs Auge, aber ich glaube, das kann man jetzt hier mal... Ja, es ist okay. Kann man verschmerzen. Er geht nach innen. Ja. Da ist schon die Schräge. Das passt natürlich wieder nicht. Komm, den setzen wir mal hier hin. Schade, schade. Okay, können wir denn das Toiletten-Dingsbums... Den Halter, können wir den hier irgendwie jetzt anbringen? Nein, können wir natürlich nicht. Herstellungskomponenten. Ich habe gewusst, ich habe was vergessen. Na, lass mich raus hier. So, ganz kurz hierher mal geflogen. Und... mal 100 Herstellungskomponenten eingepackt. Ja, ansonsten, ich war neulich in Chiang Mai im Urlaub. Hatte ich ja, glaube ich, in dem Video, bevor ich losgeflogen bin, Bescheid gesagt. Also super, super schön. Falls ihr jemals in Thailand seid, Chiang Mai ist die Adresse. Auch im Norden, also wir waren eine Stunde, nee, 3 Stunden nördlich von Chiang Mai, eine Nacht. Wunderschön die Gegend. Falls ihr da gerne mehr wissen wollt, wie das aussieht, guckt mal auf meinen Real-Life-Kanal. Also kein Zwang, nur wer da wirklich mal Interesse hat. Air Asia ist das Video und da halt die 2 nachfolgenden, 3 kurze Videos gemacht. So, jetzt hier nochmal Toilette.
Weiß einer, warum ich hier die Rolle Klopapier nicht anbringen kann? Das ist nur für kleine Schiffe. Das wäre aber unlogisch. Warum? Da müsste man die doch eigentlich anbringen können. Ach, das ist schon wieder alles hier so. So Waschbecken. Nee, gibt's nicht. Bersin. Gibt's auch nicht. Handwaschbecken. Okay, dann. Oh nee, das Toiletten. Ja, natürlich kann man das. Dort nicht anbringen. Dann gucken wir mal ganz kurz hier drüben in dem Toilettenmod. Ja, da will man für die ganzen Botschafter einfach nur ein bisschen was Interessantes hinstellen und dann Combo Sync. Sync. Hier haben wir noch was. Shower Supplies. Haben wir auch was. Ein Towel brauchen wir auch. Double Shower. Ja, sieht auch ganz nett aus. So. Oh, wie wo was. Und ich kann es schon wieder halt nicht erkennen. Offen oder ein bisschen geschlossen? Ein bisschen geschlossen. Das sieht doch auch geil aus. Dann kann selbst Madame hier ihr Geschäft verrichten und er kann hier in Duschen gehen. Nee, man kann die nicht anschließen. Gibt's einen Trick, wie ich diese Toilettenaccessoires anschließen kann? Komm, müssen wir hier die Combo-Dingsbums nehmen. Muss ich ja auch mal die Hände waschen können. So, das müsste jetzt aber theoretisch. Sieht ja aus wie ein Küchending. Ja, obwohl, da kann man denn die dreckige Wäsche reinschmeißen. Ja. Kann man hier irgendwas anstellen? Nein. Ja, da ist der Handtuchhalter dran. Warum? Warum kann ich den nicht hier anbauen? Er schwebt in der Luft. Sobald er fertig ist. Ja, nicht mal. Ja. Okay, wir brauchen noch Licht. Licht im Gebümmel. Showerhead Sink. Das heißt Combo. Handrail. Für alte Leute brauchen wir auch nicht. Ansonsten haben wir. Es gibt irgendwo noch eine Toilettenaccessoires mit Waschbecken. Boah, fragt mich jetzt nicht, wie ich den am schnellsten jetzt hier finden sollte. Ich möchte euch ja hier nicht ständig, wie ich hier durch meine Dinger hier durchdrücke. Hier. Small Bathroom. Okay. Was ist das? Oh, hallo?
Jetzt ist das Spiel weg. Bei 10 Minuten ist das Spiel weg. Hallo. Es geht nichts mehr. Hallo Space Engineers. Nichts mehr, gut. Das heißt, ich muss kurz neu starten und müsste dann gleich wieder da sein. So, da sind wir wieder zurück. Guckt euch mal an, was passiert ist. Irgendwie, ja, ist hier alles kaputt gegangen. Wer baut denn die Toiletten hier an die Decke? Ist ja furchtbar. So. Okay, das soll es erstmal fürs Bad hier gewesen sein. Mir reicht es ja auch. Gut. Wir haben ja hier drinnen noch ein bisschen was zu tun. Und zwar haben wir hier zwei Gänge Platz. Nein. Ich hasse es. Was geht denn jetzt hier ab? Okay, also HM Bathroom Box ist gerade das zweite Mal der Ursache dafür, die Ursache dafür, dass das Spiel hängen bleibt. Wieso? Warum? Keine Ahnung. Gut, ja, wir haben jetzt 10 Minuten aus dem ersten, sind jetzt bei 1,5 Minuten aus dem zweiten. Da das Spiel immer 20 Minuten zum Laden braucht, werde ich es ja heute erstmal nicht weiterspielen, das tut mir leid. Ich werde mal HM Bathroom Box mal irgendwie versuchen wegzuschneiden, rauszuschneiden. Nichtsdestotrotz, heute mal kurz, gestern waren 37 Minuten, heute nur ein Quickie quasi, 10 Minuten, 12 Minuten lang, mit Abspann kriege ich es auf 14 Minuten, seid mir nicht böse, ich habe es jetzt zum zweiten Mal gestartet und jedes Mal stürzt mir das Wesen Haar im Bastion Box ab, ich muss die unbedingt rausschmeißen, nichtsdestotrotz, ja, heute ist der 29., morgen der 30., morgen muss ich 2-3 Folgen aufnehmen, ey, dieweil am 30., am 31. muss ich arbeiten und am 1. muss ich auch arbeiten. Also ich arbeite am 31. bis 1 Uhr morgens und am 1. Oh, oh, oh. Ha, es geht doch weiter. Ha. So, jetzt drücken wir mal ganz entspannt den G-Knopf und wechseln mal das Teil hier aus. Mein gut, dass ich noch ein bisschen was erzählt habe, nicht gleich in Abspann gesprungen bin. So, jetzt wechseln wir mal ganz fix das hier mal aus. So. Ist das auch sicher. Also gut, was ich hier bauen wollte. Das weiß ich momentan selber noch nicht so wirklich. Also ich habe schon eine Idee, aber ich weiß noch nicht, wie ich es baue. Leiche, ich brauche dich. Übrigens, warum die Leiche jetzt ein paar Tage lang nicht mit, also sonst so die ganze Zeit dabei war und jetzt nicht. Ich hoffe, ich kann das sagen. Er hat sich was am Rücken getan und darf nicht sitzen. Und ihr würdet mir mal einen ganz lieben Gefallen tun, wenn er einfach kurz ins Kommentarfeld schreibt, gute Besserung, Leiche. Ich glaube, das würde die Leiche auch ganz gut freuen. Das würde ihm gefallen. Schreibt es doch mal bitte rein. Schreibt es, gute Besserung, Leiche. Wir wollen dich zurück. Ich will dich zurück. Ich bin der Erste oder der Zweite, der einen Kommentar darüber schreibt. Okay, hier zurück. Eine Doa. Und es hat Birri gemacht. Ich hab's auch so. Ich hab vorher. Ehrlich, Leute. Ich hab vorher alles kontrolliert. Überall ist. Für Streaming Labs oder wie auch immer das Zeug heißt. Dass. Alles ausgestellt ist. Was ist denn das jetzt hier? Das ist hochkant. Alter Schwede, das ist ja mal ein fettes Tor.
Das könnten wir vielleicht hier oben anbauen. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass das so groß war. Aber so gut. Ja, es ist schon groß, aber nicht so groß, dass es hierher passen würde. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Leiche. Also, schreibt es doch mal bitte kurz in die Kommentare. Wie groß ist das? Wir brauchen eine 3x3. Schreibt Leiche, gute Besserung. Und ja, genau. Das ist, was mir am Herzen gelegen ist. Das ist ja auch mal hier ein fettes Teil. So, wir müssen hier Minimum, damit ich das Tor, wie ich jetzt setzen kann, ein Förderband. Mal gucken, das sieht jetzt alles ja ein bisschen anders aus. So, dann setzen wir den jetzt hier einfach mal. So. Ja, komm, ein bisschen müssen wir noch rausgehen. So. So und so. Gut. Jetzt machen wir Folgendes. Wir steigen hier mal hinten ein in unser Raumschiff. Also es wird jetzt keine weitere Mission. Da muss man nur gucken, dass ich hier von der Zeit nicht so wieder extrem überziehe. Sonst dauert das mal so ewig bis zum Rendern. So, und da wir hier Gravitation, komplette Gravitation haben. Hallo? Hä? Scheiße. Das sind die Container. Die haben mir die Container weggenommen. Und hier auch so ein Dreck. So, mal ganz kurz hier Helm ab. Okay, Oxygen haben wir. Hier sieht noch alles gut aus. Keine kaputten Blöcke, naja. Ja, das sind übrigens die neuen Sitze. Finde ich super geil scharf. Okay. Abgesprungen. Hey, Olli, du bist so kacke. Warum hast du da keinen Verbinder dran gebaut? Helm auf. So, das war jetzt gerade unser Quick Sprint. Jetpack an. Geh. Verbinde. Hier ist er. Und jetzt. So oder so. So oder so. Machen wir so. So, jetzt. Mach den mal hier schnell fertig. Die Tür können wir jetzt auch offen lassen. So, ja, mein ganzes schönes Konstrukt ist hier jetzt komplett für den Arsch. Helm ab, Jetpack aus. Oh. Man sollte nicht die Maus zwingend drehen, wenn man in so einem großen Schiff gerade Platz genommen hat. So, wo geht denn das jetzt hier hin? Hier. Also sind wir auf der richtigen Höhe? Und jetzt werdet ihr bestimmt mich gleich total auslachen. Der Verbinder ist natürlich noch nicht auf mich gestellt. Es ist hier schon wie so eine bescheidene Mücke drin. Immer diese kleinen futzligen Probleme hier.
Ne? Hat man hier keinen Zugriff mehr drauf? Kann ich mal irgendwo ein Terminal haben, bitte? Danke. Ja. So. Verbinder neu. Verbinder 3. Ja, da war doch gerade hier so eine kleine Lücke im... Ich. Der ist doch auf mich. Manchmal, aber nur manchmal, kann man das Spiel richtig in die Tonne treten. Ist das jetzt hier? So, was ist denn jetzt hier? Und verriegeln. So, Helm wieder an. Ist das jetzt verbunden oder nicht? Grün heißt doch verbunden. Aber ich konnte es trotzdem noch bewegen. Das war jetzt sehr merkwürdig. Gut, egal. Jetzt komm weg mit dem Zeug hier. Dann haben die Naniten hier was zum Einsammeln. Wie weit können wir da gehen? Seht ihr, die Leiche muss auch wiederkommen, weil hier ist die Leiche drin. Oh. Und ich muss das irgendwann abnehmen. Irgendwann wegnehmen. Damit, ja, wir müssen hier drin sowieso ein bisschen umbauen noch alles. Das gefällt mir alles noch nicht so. Ganz kurz mal gucken, was. So, wir haben hier 1, 2, 3. Seit wann haben wir denn da einen doppelten Boden drinne? Ach, das ist die Außenseite hier schon. Da ist das drin. Gut, dann wieder zugemacht hier. Okay, alles klärchen. So ist das jetzt hier schon alles weg. Leute, Naniten einsammeln. Ich möchte hier mal was probieren. So, warum geht das jetzt nicht? Ich sehe es natürlich auch nicht von der Größe her. Komm, wir setzen es mal ganz kurz mal hier oben drauf, damit ich es mal sehe. Okay, es könnte sein, dass... Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe.
So, das heißt, wir haben da Sitze an und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke frei. Also können wir noch 3 rübergehen. So, die 8. Können wir noch 3 rübergehen? 1, 2, 3. Und dann theoretisch hier auch. 1, 2, 3. So, die 8. Dann nochmal einen weggenommen von jeder Seite. Und das ist bestimmt unsynchron hier. Oder lacht das hier noch? So, weg mit dir. Jetzt aber. Die 8. Das sind. Okay, passt das jetzt nur nicht hin, weil das von der Höhe so ist, oder was? Wollt ihr mich hier verarschen, Freunde? Dann machen wir hier nämlich kurzen Prozess. Da kennen wir nichts. So, der kann theoretisch bleiben. Ja, und die können theoretisch auch bleiben. So, fertig machen und hier die Teile wegholen. So, wir haben sie angestoßen hier, bapp. Und hier, bapp, bapp, bapp. So, die Stimme ist weg. Die knallen jetzt. Oh, scheiße, wir sind schon über 26 Minuten. Nö, nur wegen so einem beschissenen Turm, weil wir einfach mal umpacken wollen, weil wir hier mal gucken wollen, wie das hier aussieht. So, reicht das immer noch nicht von der Höhe aus. Aber da hat doch das Ding, na doch. Das ist jetzt weg hier. Jetzt ist es weg. So, komm jetzt bitte. Ja, weggestoßen. Jetzt aber. Hier passt es hin. Wir bauen es einmal hier hin. Da muss ja irgendeinen Grund geben. Achso, da oben wäre höchstens noch ein Grund gewesen. Warum das nicht dahin passt. Genau. So, da liegt er an. Okay, und da hat er. Da sind zwei. Und da sind jetzt auch zwei. Das ist doch super. So wäre das doch geil. Jetzt irgendwo die Teile. Die fliegen da jetzt rum. Gut, letzter Versuch vom Ende hier.
Wenn ich hier. Ja. So, jetzt ist das da dran. Dann muss das nur noch verkleidet werden. Und ach nee. Ah, ich bin ja auch doof. Das ist ja diese Auffahrt da. Okay. Komm, mach mal wieder zu hier. Die Animation ist aber zumindest geil. Zu. Okay, gut. Kein Torwig. Das war's denn. Es tut mir leid für diese unproduktive Folge. Ich verziehe mich in meine Kryo-Kammer hier erstmal noch in die alte. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis morgen und ciao.